Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. In der letzten Folge haben wir ein bisschen hier, was war es nochmal? Ja, ein Gefecht war es gespielt und die Runden, na, liefen nicht so gut, aber ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen besser laufen wird. Nee, nicht Koop. Also Koop könnten wir auch mal machen, aber vielleicht mal in einem anderen Video. Hier zum Beispiel hier für Galaktische Republik oder Separatisten oder ihr Widerstand. Weil da spielt man nicht so, spielt man nämlich hier so in einer Gruppe von 4 Leuten und kämpft halt gegen die KI. Das könnten wir auch mal machen. So. Aber vielleicht machen wir heute mal wieder ein bisschen Angriff von Exfiltration. So. Auf Endor. Angriff und Exaltation auf Endor. Perfekt. Leute, habt ihr das schon gehört? Es wurde ja bereits ein Release-Datum für hier Star Wars The Bad Batch angekündigt. So wie ich es, glaube ich, verstanden habe, ist immer das hier der 4. März, ne, glaube ich, war es. 4. März oder Mai, weil das war auf Englisch, glaube ich, wenn ich mich jetzt mit dem Monat vertan habe. Das Imperium will seine Geheimnisse verstecken, aber das wird nicht funktionieren. Beschafft diese Datenpakete, bevor der Feind seine Evakuierung durchführt. So, dann wollen wir mal uns die Zugangscode schnappen. Direkt los hier. Werfe Granate! Okay, ich hab den Code. Paket in Besitz gebracht. Los Leute, gib mir Deckung. Verwirrt sich schon. Verdammt, das ist ein Au, 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 au. Nein, 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 nein. Ich bin voll im Visier des Geschütz, ey. Ah. Läufer abgefangen. Paket ist ungeschützt. Ja, los geht's, dann müssen wir uns das Paket wiederholen. Unser Läufer hat das Paket! Achtung, Granate geworfen! Oh. Irgendwo von hinten. Es liegt auf dem Boden. Oh, dann kommt so ein Death Trooper an. Ne? Nein, nicht hier Spezialist. Hier der hier. Hallo? Ja, man wird hier richtig in die Ecken gedrängt. Ey, was soll die Scheiße schon wieder hier? Und wie ich gerade eben gesehen habe, sich da einfach irgend so ein random Typ einfach in der Ecke rum versteckt hier, ey. Alter, ich sehe nichts, ihr seid im Weg. Leute, ihr steht die ganze Zeit irgendwie im Weg, wenn ich voll am Weg. Paket ist ungeschützt. Bei dieser Position sammeln. Wo kamen die denn jetzt her? Wie können die hinter uns gewesen sein?
Wieso verschanzt der Typ sich hier? Was soll das, ey? Landpaket in Besitz gebracht. Eskorte, Einsatz! Wir haben nicht viel Zeit. Immer weiter! Ja, man kommt hier nicht richtig weg, ey. Was ist meine Maid? Datenpaket wieder beschafft. Komm schon, Leute. Alter. Man kommt hier nicht weg, weil die wollen ihre Dinge aufstellen. Ist schon ein bisschen unfair, wie ihr da am Eingang kennt, ne? Schiffe zerstören, die da stehen. Läufer am Boden. Hol das Paket. Ja, wir kommen hier nicht so gut weg, ey, weil wir am Eingang kämpfen. What? Ja, wie soll man das schaffen, wenn die Leute am Eingang campen? Wir kommen hier nicht mal raus, ohne dass hier irgendwelche zwei, drei Leute in den Gängen oder vom Eingang stehen. Ey. Das ist so unfair mal wieder, ey. Die Entwickler müssen das mal so ein bisschen umstellen, dass die Leute man hier nicht die ganze Zeit rumcampen kann, wenn man hier irgendwo raus will. Und die Map, die soll man schon die Chance geben, man hier, dass die Leute auf die raus können. Das meine ich, ey. Ich gehe kurz da unten und da sehe ich schon noch von zwei Stunden Puppen, die wir am einen Ort rum müssen campen, ey. Boah, Alter. Nee. Das ist so lächerlich gemacht, ey. Die können hier einfach rein, wir spawnen, werden direkt abgeknallt. Ey, die campen da am Eingang, ey, was soll man da machen? Wir können hier gar nicht rauslaufen, weil die...
Nur es gibt keinen Weg hier raus, ey, wenn die Leute nur am Eingang campen, ey. Was seid ihr für Dreckspieler, ey, die... Ihr müsst schon einem schon die Chance lassen, da rauszukommen, ne? Das ist der Angriff von Exekution, das heißt aber nicht hier die Leute, ach ja, wir campen mal schön am Eingang, wo die Leute raus müssen. Was? Ey, Junge, ich war ein... Ich kann so ein Ding einen One-Hit machen, ey. So ein... Ich war... Junge, ich war mindestens bei Hälfte Leben und ich bin trotzdem nach einem Schuss tot. Läufer abgefangen. Paket ist ungeschützt. Ja, Junge, wir können nicht aus dieser Kackbasis raus, weil die Penner hier campen. Ja, da kriegt man wieder Aggression auf dieses Spiel, ne? Ja, genau. Paket erhalten. Ja, Alter, genau, Alter. Wie fällst du denn aus? Wie fällt der Raketentruppe dann auch wieder nicht aus? Granate kommt! Man kommt hier nicht weg, ne? Ey, das sind wieder die solche, diese Art Spieler, die einen das Spiel vermiesen. Unsere Chancen werden immer geringer. Werbegranate! Paket wieder beschafft. Bringt es nach Hause. Ja, die Runde können wir nicht gewinnen, wenn man solche Gegner als Camper am Eingang hat. Granate auf dem Weg! Jetzt campen die schon hier, dass wir schon nicht die Treppe hoch können. Ey, Alter, das ist so unfair. Wie soll man das beschaffen, wenn die Leute nur campen können? Ja, wir haben verloren, weil diese Schwuchtelgegner nur campen können. Wir können nicht gewinnen. Überlassen Sie das Datenpaket. Wir finden einen anderen Weg. Alter. Nur solche Spieler muss man aus Battlefront rauskicken aus solchen Runden. Wie soll man so eine Chance haben, wenn man hier die dauernd... Man schafft es nicht einmal raus aus der Basis, ohne abgeknallt zu werden. Junge, meine Meinung ist einfach nur, wenn ihr campen wollt, geht einfach in Call of Duty rein oder Fortnite, da könnt ihr rum campen, aber nicht in Battlefront. Das ist nur meine Meinung, das nimmt für mich einfach nur das... Einfach nur den Spielspaß weg, wenn irgendwelche Ärsche hier meinen rumcampen zu müssen. Und meinen, ach ja, oh ja, die Gegner müssen hier ein Paket aus der Basis rausbringen. Nee, die können, dürfen aber nicht raus. Wir campen schon mal am Eingang, wo die raus sollen. Und geben den Gegnern keine Chance, einfach mal ein paar Schritte aus der Basis zu machen. Nö. Wir campen die ganze Zeit nur da. Einfach drauf ballern, wenn die da sind. Einfach nur drauf ballern. Null Chancen geben. Auch wenn das, trotzdem, auch wenn es, also für das eine Team heißt, das zu verhindern, das Paket abzugeben, ist es kein Grund, irgendwie die ganze Zeit da nur rumzucampen. Also, das ist nur meine persönliche Meinung dazu. Die Rebellen kommen.
Sie wollen unsere Datenpakete, die wir vom Planeten runterbringen. Haltet Wache! Eliminiert alle Angreifer! Hier könnten wir theoretisch auch einen auf Camper machen. Ein Läufer der Rebellen! Sammeln und abfangen! Was? Jo, die Granate war doch hin, war doch weit hinter mir geworfen. Ich hatte die nicht noch erwischt. Von der Seite aufpassen, Leute. Sie verlieren. Und das heißt, sie werden hinterhältig. Boah. Paket wieder gesichert. Gut. What? Wie lange wird diese Verlängerung noch gehen? So viel Verlängerung hatten wir jetzt auch nicht. Da wir in der Camper-Rolle, aber das haben sie auch verdient, ey.
gerade wieder verbrochen. Ich bin ein bisschen rum, na großartig. Der Feind hat ein Datenpaket. Countdown läuft. Wir haben das Paket verloren. Nichts wie hin. Von hier welche? Nee, gerade nicht. Ein Läufer der Rebellen hat das Paket! Wir sind ja schon dabei. Ja, hier sind sie einfach mal in, wie gerade eben schon gesagt, einfach mal in der Verfassung jetzt, dass die Gegner mal die Camper sind. Sie haben wenig Zeit. Abwehrstellungen halten. Wir haben jetzt die, wir haben einmal verloren, also eine Runde haben wir verloren, eine haben wir jetzt mal gewonnen hier. Ja, auf so einem Camper-Match habe ich jetzt keine, so eine zweite Runde von einem Camper-Match, habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Und glaube ich ihr auch nicht, wo hier die ganze Zeit nur rumgecampt wird an irgendwelchen Orten. Ja, ich weiß, die Folge könnte jetzt ein bisschen kürzer sein als die letzten beiden, aber naja, wenn man so ein Camper-Match hatte, naja. Ja, ist man nicht gerade, hat man jetzt gerade Bock,
ein zweites Match vom Rumcampen zu machen. Ja. Wie dem auch sei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt gesund. Abonniert diesen Kanal. Tragt immer eine Maske, wenn ihr rausgeht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Kanal Mac, Commander Mac, _ Ade. Bis zum nächsten Mal. Ciao.